Hallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play MDK2. Ja, und in dieser Folge werden wir diesen Hebel umlegen. Schabusch? Wie denn? Warte mal, wie mache ich denn das? Einfach mit den blanken Händen? Ah, mit dem Oh, Kopf. bravo, Doktor. Jetzt haben Sie es getan. Nein, nein, nein! Kann ich hier noch irgendwas machen? Ein Magnet. Warte mal, was muss ich denn damit um... Warte mal. Wie ging das nochmal? Kann ich hier steuern? Nee. Den Magnet mit dem Klebeband verbinden. Genau, und dann... 11 Sekunden Zeit, warte. Das hilft nicht viel. Scheiße, das ist auch nicht gut. Wie habe ich dem Typen denn... Gebe ich dem... Okay, warte. Scheiße. Stimmt, stimmt, stimmt. Man musste sich da aus dem Goldfischschloss was zusammenbasteln. Stimmt, ich erinnere mich. Mist. Ach nö, ach nö. Mann, ich spiele mich eben bis zu der Stelle. Kleinen Moment. Was lernen wir da draus? Einfach öfter abspeichern. So. Mann, gibt's ja eigentlich sowas wie ein Quicksave? Ich glaube nicht. Oh, bravo, Doktor. Jetzt haben Sie es getan. Gut, jetzt ist klar. Warte mal. Wo ist der Magnet? Warte, den Magnet kriegen wir gleich. Warte. Da liegt der Magnet. Okay, den Magnet müssen wir jetzt damit. Dann. Da. Und dann. So. Und so. Und. Warte. Okay, genau. So, das Ding müssen wir uns auf den Kopf stecken. So. Ah, so viel Sinn. Der Typ wird da drin ersticken, aber egal. Fürs Erste muss es reichen. Es ist so genial, in welchem Spiel kann man das? Sich Magnete an die Füße binden, mit Kleber an die Füße binden. Und ich finde das Spiel sowas von genial. So, ich muss mit meinem Toaster, ich muss ja nicht, darf ja nicht unverteidigt bleiben. Das meinte ich. Egal, wir haben abgespeichert. Also halb so schlimm. Oh, bravo, Doktor. Jetzt haben Sie es getan. Ich muss gleich einfach vorsichtiger sein. Nein, nein, nein! Nein! Warten wir, bis wir den Magneten kriegen. Ich kann das Ding ja schon mal auswählen. Magnet. Ist das. Dann. Zack. Hilf mir, ich ersticke! Und aufsetzen. Ja. Yeah. Und jetzt wähle ich den Toaster schon vorher aus. Ich habe keinen Bock, jetzt schon wieder zu sterben. Da muss man vorsichtig sein. Ich glaube. Warte. Darf ich überall drauf treten? Ja genau, die beschießen mich ja jetzt. Stimmt, jetzt muss ich vorsichtig sein. Warte mal, ich glaube dann... Boah, fuck. Gehen die Dinger nicht auch gleich irgendwie kaputt? Fuck. Scheiß Aliens, kann ich die auch ab... Kann ich zurückfallen? Scheiße, scheiße, scheiße. Fuck, ich muss uns gleich nochmal was zu trinken. Das ist... Stand da eigentlich was? Oder weil das sieht so aus wie ein Y. Scheiße. Ich sterbe gleich, 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 ich sterbe gleich. Okay, ich habe überlebt. Ich nehme einen Schluck zu trinken. Los, nein. Du sollst doch nur was trinken. Warum machst du das? Ach so, ist klar, logisch. Er kann nichts trinken, wenn er das, wenn er die Glocke auf dem Kopf hat. Das war blöd. Aber man muss im Spiel lassen. In der Beziehung ist es schon relativ logisch. Gut, der Part wäre vorbei. Zack. Und es geht abwärts. Nein. So, was haben wir hier? Oh. Ah, Dr. Hopkins, nehme ich an. Du da, außerirdischer Eindringling. Runter von meinem Schiff. Doktor, Sie sind meiner gigantischen Hirnkapazität in keinster Weise gewachsen. Die Reinheit meines außerirdischen Intellekts wird Ihr Affenhirn übertrumpfen. Außerdem wurde meine Arbeit in über 5000 Systemen in der Galaxie veröffentlicht. Hör gut zu, Ballonkopf. Ich habe deinen Aufsatz über Hydrokondensatoren gelesen und es gibt nur einen Weg, ihn zu beschreiben. Langweilig! So, wie wäre es dann mit einer kleinen Lektion? Oh ja, ich speichere nochmal sicherheitshalber ab. Entschuldigung, wenn das gerade die Atmosphäre vielleicht ein bisschen kaputt macht, aber so. Sicher ist sicher. Den Typen muss man auch erstmal treffen.
So, okay, warte mal. Gab es bei dem Kampf nochmal einen Trick? Wenn ja, habe ich ihn vergessen. Scheiße, ich sollte mich nicht von dem ganzen Scheiß hier treffen lassen. Aua. Aber jetzt kann ich wieder was trinken, oder? Zack. Und was trinken. Yeah. Ich leg mal schon mal den Schalter um. Ich glaube... Ah, ich muss zurück auf den Toaster switchen. Ich muss mich gerade... Okay, da muss ich springen. Okay, das ist klar. Ich muss ja auch ein bisschen gucken, wie man... Okay, da habe ich ihn einmal getroffen. Okay, jetzt hat er so einen blöden Schild an. Warte, den schalte ich aus, indem ich, glaube ich, den... Warte mal, ich muss gerade überlegen. Der Hebel ist oben. Das war der... Wozu war der Knopf da? Warte mal, aber der Hebel da hinten, der ist... Den kann ich noch umlegen. Mann, wie ich mich einfach nicht an diesen Kampf erinnern kann. Okay, hier gibt es noch mal was zu trinken, Mr. Fizzy. Oh, das war absehbar. Ah, okay, hier kann man sich porten. Ob das jetzt sinnvoll war, das sei mal so dahingestellt. Okay, das ist ein Schatten, das ist praktisch. Aber ich bin gespannt, was passiert, wenn ich beide Hebel umlege. Ist jetzt einfach sein... Okay, aber jetzt wissen wir, wozu dieser Punkt da ist. Nein, das war zu früh, das war viel zu früh. Ich trinke nochmal einen Mr. Fizzy. Fuck it, da hätte ich auch einfach nur springen müssen. Wie ging denn das noch? Ich habe jetzt beide Hebel umgelegt. Mann, der trifft mich mit seinem ganzen Müll. Okay, das bringt so nichts. Sein Schild wehrt das alles ab. Scheiß Bomben. Ah, die Hirnattacken sind fies. Aua, aua, aua. Und schon wieder Schaden gefressen. Unnötiger Schaden. Wie war das denn? Wie war das denn? Und ich bin doch direkt rübergesprungen. Muss ich da was reinschießen? Nee. Muss ich da irgendwas? Nee, das ist auch unwahrscheinlich. Wie geht das? Das ist so ekelig. Ich kann die... Das Einzige, was man vielleicht noch machen könnte, kann man hier mit was machen? Man kann aber auch nichts anzünden. Warte mal, wie ging denn das nochmal? Oh, ich sterbe hier gleich. Ich habe doch eben sein Schild, glaube ich, auch weggekriegt, oder? Einfach reinspringen. Nein. Einfach das Toastbrot auswählen. Warte mal, der Schalter ist jetzt aber wieder unten. Ah, Moment, ich probiere mal was aus. Ich werde eh gleich sterben, insofern ist es auch egal. Wieder zu früh. Viel zu früh, ich muss später anfangen, später springen. Okay, beide sind oben. Aber ein Schild, sein Schild ist trotzdem immer noch oben. Dann frage ich mich, wie kriege ich den denn weg? Muss ich da was... Wirklich sicher, dass ich da nichts drauf feuern muss? Moment mal. So, alles klar, nochmal von vorne, aber... Ach, ich weiß jetzt wieder, wie es geht. Ich musste zwar leider nachgucken, aber... Ach, was soll's. Also, Hebel umlegen. Rüberspringen. Gut, da hinten hinrennen und den anderen Hebel auch umlegen. Okay, ich muss nämlich hier, seht ihr diese Dinger da? Die sind nämlich wichtig. Wenn ich jetzt hier den Hebel umlege... Warte mal, aber ich glaube, noch muss ich das gar nicht, weil... Wo ist der Typ eigentlich gerade? Ich sehe ihn überhaupt nicht. Weil er hat ja noch nicht sein Schild aus. Und ich kann ihn ja erstmal so ein paar Schüsse verpassen. Wo bist denn du? Ach, da bist du, okay. Dieser Angriff, der uns so umnockt, das ist so fies. Okay, jetzt musst du dein Schild nur noch aufbauen. Ah, diese Gehirne, die am Boden rumfleuchten, die sind so mies. Okay, jetzt ist er bereit. Jetzt muss ich auf den Knopf. Jetzt muss ich nämlich auf den Knopf da. Warte mal, hier liegt nämlich auch noch irgendwo ein Mr. Fizzy rum, aber. Habe ich ihn getroffen? Nee, ich habe ihn nicht getroffen. Schade. Da hätte ich ein bisschen besser aufpassen müssen. Weil ihr seht doch diesen Laser da. Der kann nämlich den Schild kaputt kriegen. Boah, dieser Kampf ist nicht ohne. Aber hier muss noch irgendwo eine Flasche rumliegen. Da hinten liegt die, okay. Aber wir haben ja noch 42 Leben. Warte, habe ich die Flasche eingesammelt? Da ist sie. Noch nicht in den Teleporter. Erst... Scheiße. Das hätte ich besser abtimen können.
Jetzt komm, jetzt muss ich nur noch warten, bis der Typ da durchfliegt. Okay, warte. Jetzt habe ich dich. Zack, zack, zack. Ich habe nur noch 27 Leben. Ist der Schild kaputt schon? Ah, Mann. Es ist auch so blöd, diese Attacke auszuweichen. Jetzt muss ich schnell wieder das Toastbrot auswählen. Das Toastbrot. Toastbrot. Okay, einmal muss ich, glaube ich, noch, damit ich den Schild kaputt kriege. Oh, gut, war das knapp. Warte mal. Scheiße. 49 Leben. Mann, kann das Geräusch nicht ein bisschen früher kommen? Okay, er war noch drin. Jetzt müsste sein Schild aber endgültig weg sein. Ich hoffe, er baut ihn... So, und weiter geht's. Ich muss aufpassen. Wenn ich jetzt sterbe, dann... Ah. 37 Leben. Okay, ich muss einfach gucken. Wenn ich ihn angucke, dann sehe ich ja, von wo die Attacken kommen. Ich muss, sollte allgemein mal vielleicht ein bisschen öfter auf den Kerl achten. Ah, linke Hirnattacke. Scheiße. Ah, diese Bomben sind so kacke. Wo bist denn du? Scheiße, ich muss hätte die Sprungtaste gedrückt. Ich glaube, wenn ich die Sprungtaste gedrückt halte, dann springt der Typ länger. Okay, macht er den Schild nochmal hoch oder kann ich ihn jetzt in einem... Okay, ich glaube, er macht ihn nicht nochmal hoch, den Schild. Geschafft. Puh. Computer, finde meinen verfluchten Hausmeister. Hier herrscht das Chaos. Kurt Hektik wurde lokalisiert. Transferiere Energie zu den Teleporter-Relais. Ach, herrje! Sie haben den Anzug. Wir sind alle verloren. Kann ich jetzt gehen? Nein! Wir sind noch nicht geschlagen! Du bist wieder im Einsatz, Kurt! Ah. Schnell! Zurück mit dir! Aber ich... es... ach... Keine Zeit zum Schwätzen, Junge! Schwang hat Max! Doc, ich brauch einen Anzug! Oh, Kleinigkeiten! Wenn er nur seine Hosen anbehalten kann, werden wir das Ding schon schaukeln! Ah, ich glaube, jeder von euch hat gerade eben den Hintergrund bemerkt, ne? Bam, okay, dann wäre... Okay, jetzt... Was ist das denn? Ah, Sniper-Schild. Schild. Ah, was sag ich denn? Okay, jetzt... Ah, er lässt sich so viel flüssiger steuern als Dr. Hawkins. Okay. Dann würde ich sagen... Warte, da muss ich... Genau, das Ding muss kaputt gehen. Hä, was muss ich noch machen? Die Tür aufballern? Warum geht die Tür nicht auf? Ist gerade sowieso nicht relevant. Kann ich abspeichern? Ja, ich kann abspeichern. Schön. Dann würde ich sagen... Okay, ah, hier geht's raus. Alles klar. Dann würde ich sagen, im nächsten Part dieses Level. Also bis dahin, euer Jonas. Tschö, tschö.